Huincal und seine Wilden sind drauf und dran, die argentinische Armee zu besiegen. Sie meinen wohl Huincal und unsere Wilden? Er hat fast so viele Deserteure von uns wie Indianer. Und warum desertieren die Leute? Wir haben gehört, dass ihr... Dass der Patron Weiber für euch hat, hast du gehört, hä? Er bietet den Männern Frauen an, wenn sie zu ihm überlaufen. Diese Idee hat uns beinahe die halbe Garnison gekostet. Was müssen wir dafür tun? Zu tun? Nichts weiter, als der eine von denen da zu nehmen. Das sind Indianer davon. Einer davon ist ein Deserteur. Findet den Karl aufs Pferd. Ich habe etwas ganz Besonderes vor mit ihm. Ich werde unseren Leuten zeigen, wie man mit Deserteuren umgeht. Ein Teil der Männer sind ehemalige Sträflinge, unter ihnen sogar ein paar Mörder. Alles, was ihnen hier zu tun bleibt, ist kämpfen, vielleicht auch sterben. Und dann verbietet ihnen die Armee, ihre Frauen oder Mädchen hierher kommen zu lassen. Also warum sollen sie nicht desertieren? Es sind Soldaten und wir führen einen Krieg, deswegen. Die Armee schickt Frauen hierher nach Fort Toro. Frauen? Aber welche Sorte von Frauen kommt denn schon hierher? Es wurde dem Vorschlag Captain Martins gefolgt. Und so wird aus Fort Toro ein Freudenhaus. Leider hatte keiner eine bessere Idee, General. Disziplin ist es, was den Männern fehlt, nicht etwa Frauen. Disziplin! Disziplin!